Heute war ich ganz tief im Land, während hier im Dorf christliche Klänge den ganzen Raum einzunehmen schienen, reiste ich mitten ins Land, in die Kraft unseres Landes hinein, hob den Schleier des Christentums hoch und sah und sehe, wie jeden Tag die Geister dieses Landes in ihrer eigenen, wunderbaren Kraft, was an Glauben auch über dieses Land gegossen wurde. Die Geister kann man nicht töten, kann man auch nicht auf Dauer verstecken oder zudecken, denn sie leben in jedem von uns, weil wir uns auf diesem Land bewegen. Die Verweigerung dieses sich zuwenden einem alleinigen Himmelswesen, die Verweigerung des eigenen Landes, ist eine uralte Verletzung, die mit dem Monotheismus Einzug hielt. Und dieser war eigentlich nur an den Machtgedanken gebunden. Die Geister unseres Landes leben. Und ich gebe mich, Gebo, Gifu, diesen Geistern, lasse mich begeistern und helfe, den Schleier zu heben.